Hi, moin Leute. Was, wie, meine Haare sind weg. Oh, ja, hast recht. Okay, naja, heute ist es ein echt wunderbarer Tag. Es regnet sehr, sehr viel. Und ich bin auf dem Fahrrad unterwegs, weil ich gerade noch bei einer Berufsberatung war. Oder Studienberatung. Und danach muss ich noch arbeiten, also in einer Stunde. Und ich habe mir gedacht, ich bin hier bei McDonald's. Ich hole mir einfach mal zwei Happy Meals und vergleiche die Spielzeuge. Jo. Okay. Gönnen wir uns mal. Da hat mir die Frau doch tatsächlich 8 von denen gegeben, weil ich 2 Happy Meals bestellt habe. Ich denke, ich habe Kinder. Naja. Waren nur 7,98 Euro, ist nicht allzu schlecht. Bocke ich die hier mal ein, ey. Das ist das Wichtige. Essen wir erstmal tatsächlich. Natürlich sehr gut hier in Folie eingepackt. Geht aber auch sehr einfach auf. Die hat nur noch die 2 hier, also musste ich jetzt nicht mit denen zufrieden geben. Aber es gibt so ein kleines Heftchen. Sieh mal einer an. Ich habe eine App für. Krass. Und ein Stativ. Die sind ernsthaft High Quality. Erstmal zum Essen. Alter. Sogar die Äpfel sind von Schleich. Oh Mensch. Da steht da, ich soll die. Fokussier doch mal. Ich soll die Tüte scannen. Und geheime Fütterfunktion freischalten. Bio. Bio ist besser bei Äpfeln, ja. Bei McDonald's hatte ich jetzt nicht mehr allzu viel Zeit, wirklich nochmal auf die Spielzeuge drauf einzugehen und wirklich zu gucken, wie die denn so sind, weil ich halt dann direkt arbeiten musste. Aber, den haben wir sie ja. Also als allererstes den da. Und dann noch den hier. Interessant. Okay. Ja, also bei dem hier. Ich weiß gar nicht mehr genau, was für einer das sein soll. Ich glaube, ein Gigantosaurus oder irgendwie sowas. Ist gute Qualität, definitiv. Ich mag auch, dass es dieses Ding hier hat, damit es aufrecht stehen kann. Allerdings nicht mehr sicher, dass er. Ja, dass er das nicht braucht. Gefällt mir. Mir gefällt die Farbe. Ist nicht schlecht. Dann haben wir hier angeblich einen Velociraptor. Also, ich muss leider sagen hier, ja, er steht, das tut er definitiv, aber ich habe mir einen Velociraptor immer vorgestellt mit einer viel größeren Klinge und ohne was das hier ist, sieht aus wie fast schon Federn. Allerdings gefällt mir die Farbe sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist so ein dunkles Grün. Das sieht mehr grau aus. Also, ja, ist nicht schlecht. Kommt definitiv mit zu meiner Sammlung an Figuren und Zeugs. Aber ja, das war das heutige Video. Falls ihr nochmal sowas sehen wollt, wo ich was Bescheuertes mache, wie mir ein Happy Meal kaufe oder irgendwas, dann lasst mich das auch gerne wissen. Ich habe schon überlegt, ich könnte mal einen Geschmackstest machen zwischen Burger King und McDonald's, um einfach zu sehen, welche besser ist. Aber ja, ich hoffe, ihr habt einen tollen Tag.
Haut rein, macht's gut. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu geben und zu abonnieren und das Video mit einem Freund zu teilen. Und wenn ihr da auch noch die Glocke aktivieren könntet, direkt neben dem Abonnier-Button, dann werdet ihr immer eine Benachrichtigung kriegen, wenn ich ein Video hochlade. Also haut rein, Leute. Wir sehen uns und ciao.